trotzdem dazu kommen. Ein Pfiff und nahezu alle Zuhörer eines Vortrages zum Thema Arbeitslosigkeit am Maria-Hilfer-Platz hocken plötzlich vor ihren Bänken. So etwas nennt man einen Flashmob. Und damit wollen die Schülerinnen der 2a der Heilweg-Grabenstraße auf die Probleme von arbeitslosen Menschen aufmerksam machen, sagt Elisa Pachanik, die Klassensprecherin. Also was man von Medien so hört, glaube ich das schon, dass es sehr schwer ist. Auch für die Leute, die eine gute Ausbildung haben. Und das ist sicher nicht leicht für jemanden, der Kabel hat. Die Idee zu diesem Flashmob hatte Bernhard Schwarzenegger, der Geschäftsführer des Arbeitslosenfonds der Diözese Graz-Seckau. Und er kann die Sorgen der Schülerinnen durch Zahlen belegen. Denn auf jede offene Stelle in der Steiermark kommen 17 Arbeitslose. Mit dem Flashmob will er zeigen, das sind die Arbeitslosen innerhalb einer Menge, die man sonst ja nicht erkennt. Für Bernhard Schwarzenegger war der Tag der Arbeitslosen besonders arbeitsreich. Er hat bereits Rosen verteilt an Bischof Capellari, an Politiker und auch an 2000 Passanten. Die Rosen sind Zeichen der Würde und Wertschätzung aller Menschen, heute besonders Arbeitssuchender. Wir wünschen den Arbeitssuchenden heute viel Erfolg bei der Arbeitssuche. Wir besuchen auch die Berater, um anzuerkennen, dass ihre Arbeit auch nicht immer ganz leicht ist. Inzwischen wiederholen die Schülerinnen ihren Flashmob in der Fußgängerzone. Fein. Gute Sache. Wer kümmert um solche Sachen? Ja? Ich hatte das Vergnügen, nie arbeitslos gewesen zu sein. Ist wahrscheinlich kein besonderes Vergnügen. Ja? Nein, ich glaube auch nicht. Auf die schwierige Situation von Arbeitslosen aufmerksam zu machen, das ist nicht die einzige Aufgabe des Arbeitslosenfonds der Diözese. Wir führen das Projekt Batinnen, Baten unterstützen arbeitssuchende Jugendliche. Wir führen eine Beratungsstelle in der Grabenstraße 88. Wir werden bald in die Grabenstraße 39 siedeln. Und wir vergeben Einzelfallhilfen zur Verbesserung der beruflichen Chancen. Wir wollen damit beitragen, dass Einzelpersonen einfach bessere Chancen haben, wieder Arbeit zu finden. Ich finde das eine tolle Idee und ich finde schön, wie Sie sich engagieren. Täten Sie sich das trauen, innerhalb eines Flashmobs sich einfach auf die Straße zu setzen oder etwas Ungewöhnliches zu tun? Ich glaube, das hängt von der Tagesform ab. Aber generell finde ich es gut. Dankeschön. Vorurteile abbauen, das Verständnis für Betroffene stärken, informieren, aber in Notfällen auch unterstützen. Es gibt viel zu tun für Bernhard Schwarzenegger und sein Team in Zeiten wie diesen.